Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen heute Florian Micklich und Julian Stotter zu Open Root Services zu Routing Plus. Viel Spaß beim Vortrag und bei Fragen nach Möglichkeit über die QR-Codes stellen, damit wir die online haben und gesammelt haben, dass wir nicht rundlaufen müssen mit dem Mikrofon. Danke. Ja, perfekt. Willkommen. Mein Name ist Julian Sotter, ich bin vom Heidelberg Institute for Geoinformation Technology, kurz HIGIT, und das ist mein Kollege. Ja. Ich bin Florian Micklich vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, BKG, und genau, wir wollen heute über Open Root Service und unsere Zusammenarbeit reden. Genau, worum geht's heute? Also, wir werden ein bisschen erzählen, was die letzten 6 Jahre Zusammenarbeit für uns bedeutet haben. Wie haben wir gemeinsam mit Open Root Service den Service Routing Plus beim BKG aufgebaut? Was hat das BKG alles von uns bekommen? Was haben wir zusammen entwickelt? Und wie lief die Partnerschaft ab? Was ist der Ausblick? Es gibt ein bisschen einen Rundumschlag. Es wird weniger technisch als in vielen von den anderen Vorträgen, aber ich hoffe, es bleibt dennoch spannend genug für alle im Raum. Wir haben natürlich nach dem Mittagessen-Session mal einmal ganz kurz die Frage, wer ist mit Routing-Engines, Isochronen, Erreichbarkeiten vertraut? Ja? Einmal kurz die Hand heben. Perfekt. Einmal oben lassen. Alle, die jetzt nicht die Hand oben haben, guckt euch um. Ne, wenn es kritisch wird, das sind die Leute, die ihr fragen könnt. Perfekt. Alles klar. Gehen wir direkt mal rein. Ja. Es gibt eine Menge Routing-Engines, nicht nur Open Root Service, es gibt Valhalla, es gibt PG-Routing, wo wir nachher noch ein bisschen was hören. Es gibt natürlich noch Graphhopper und viele andere, die über die Zeit gekommen und gegangen sind. Welchen Incentive gibt es eigentlich, eine eigene Routing-Engine in diesem ganzen Gemenge überhaupt noch zu betreiben? Denn jeder hat irgendwie so ein bisschen seine Nische. Der Open Root Service ist entstanden mit dem Wunsch, in der Forschung eine etwas flexible Datenbasis zu haben, auch einen flexibleren Code. Der Wunsch war da, dass wir für NGOs und NPOs, also Non-Government Organizations und Non-Profit Organizations, dass wir mit denen eine Code-Struktur haben, mit der wir einfach und flexibel miteinander arbeiten können. Eine Codebasis, die nicht von Profit, sagen wir mal, mit Profit orientiert ist und die Features mit Profit entwickelt werden, mit dem Profitgedanken, sondern wo mehr der gemeinnützige Faktor im Vordergrund steht. So. OAS selber, für die, die es nicht wissen, wir basieren immer etwas lose auf Graphhopper, auf einem Fork von Graphhopper, den wir betreiben. Wir sind mit Java programmiert. Genau. Und wir haben etliche eigene Algorithmen über die Zeit entwickelt, die aus Research-Projekten entstanden sind. Einige davon kommen ein bisschen von Graphhopper, andere haben wir mit viel Arbeit und Schweiß entwickelt. Und jeder dieser Algorithmen hat so ein bisschen was im Research oder für die Organisation, mit denen wir arbeiten, abgedeckt. Wir gehen ein bisschen durch das, was wir mit dem BKG gemacht haben, in den folgenden Minuten. Genau. Einfach mal kurz für das Interesse, woher wir kommen. Wir sind bei Version kleiner 1 gestartet und wir sind quasi heute, es ist rein ein Zufall, es ist nicht beabsichtigt, aber wir releasen, ich glaube jetzt in diesem Moment Version 8, oder meine Kollegen releasen das gerade. Da gibt es einige super Neuerungen und wir sind über die Jahre von 2006, 2014, da war Open Root Service noch nicht so ein Thema, aber da gab es halt Arbeitsgruppen, die haben sich mit dem Thema beschäftigt und dann kamen peu à peu immer mehr diese Services mit dazu, die man heute bei einer Routing Engine erwartet. Also die Routing-API natürlich, die Isochronen, dann haben wir die Geocoder-Sachen, Matrix-Analysen, Optimierung. Wir haben die Elevation mit dazu bekommen, wir haben den Points-of-Interest-Service mit dazu bekommen. Und ihr seht schon, Open Root Service ist mit der Zeit immer mehr als nur eine Routing-Engine geworden, sondern eher ein Ökosystem. Ein Ökosystem an Services, die eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten dem Anwender bieten. Jetzt zuletzt, die etwas größere Neuerung, sind wir da mit dem GTFS-Routing eingestiegen. Genau. Auf der unteren Seite seht ihr eher so ein bisschen die Ökosystem-Sachen. Wir haben halt mit den so 2017 angefangen, ein API-Management einzuführen und haben mittlerweile eine relativ große Nutzerbasis. Der Code ist bei der Universität Heidelberg mehr oder weniger begonnen worden und ist dann nach und nach in die GmbH HIGIT eingetreten. Das ist vor 4, 5 Jahren ungefähr passiert. Und das Ziel vom HIGIT ist im Endeffekt, andere gemeinnützige Organisationen nicht profitorientiert zu unterstützen. Unsere Nutzerbasis, das sind die Nutzerzahlen für unsere Public API. Das sind die einzigen, die wir möglich mit großer Sicherheit sagen können. Wir haben insgesamt 110.000 Nutzer,
die über unsere Public API registriert sind und die uns nutzen. Das ist für ein Open-Source-Projekt, sage ich mal, eine ganz, ganz gute Hausnummer. Und wir haben vor anderthalb Jahren haben wir den Collaborative Plan eingeführt. Das heißt, der Collaborative Plan ist ein bisschen mehr ausgerichtet an Organisationen, die sehr nah an unserem Unternehmenszweck dran sind. Also humanitäre Organisationen bieten wir einen speziellen Plan oder auch Akademik, Leuten aus der akademischen Richtung, die halt sehr viel mehr Quota bietet und sehr viel mehr Request-Anfragen. Genau, da sind wir momentan bei 630, einfach aus dem Grund, dass die Auswahl dort immer von Hand passiert. Also alle dieser 630 Organisationen sind Power-User und die haben wir mit der Hand, mit der Hand in unser System übernommen, in den neuen Plan. Und da kann sich auch jeder registrieren, also selbst die Community kann sich da registrieren, wenn ihr ein cooles Projekt habt und mehr Quota braucht, aber nicht die Maintenance mit Hosting, könnt ihr euch natürlich gern dieses Quota schnappen. Genau, zusammensetzen tut sich mehr oder weniger die Kollaborativen, hauptsächlich aus Academics. Wir haben ein paar Regierungssachen mit dabei, Non-Profits, humanitäre Organisationen. Genau, und dann gibt es halt noch den großen Rest. Und bei den generellen Nutzern seht ihr da ein bisschen die Auflistung. Die Folien werden auch hochgeladen, also wenn ihr es euch im Detail nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gern tun. Das war es eigentlich schon dazu. Bitteschön. Genau, das wird die Sichtweise erstmal vom HiGet. Also wenn ich HiGet, meine ich auch ORS. Nur fürs Wording. Wir natürlich als Bundesverwaltung hatten natürlich auch eine Motivation, also eine Problematik, dass die amtlichen Daten nicht routingfähig sind, aber es besteht immer noch ein großer Bedarf. Außerdem wollen wir natürlich die ermittelten Routen und auch Karten in amtlichen Karten darstellen. Damit haben wir 2014 angefangen den ersten Researches. Genau. Und wir haben ganz am Anfang für den OSRM, damit sind wir gestartet, haben wir begonnen und haben dann 2015 zum ersten Mal selbst gehostet und die erste Web-Applikation gehabt. Bis dann wir 2016 auf den Open Root Service gewechselt haben mit der Universität Heidelberg. Und so der Meilenstein war 2018 der erste Rahmenvertrag zwischen uns beiden Parteien. Genau. Dort über folgende Punkte werden wir jetzt auch im Talk reden. Haben wir gewisse Ziele oder Umsetzung, Features eingebauen lassen. Skalierbarkeit von Isochronen, statistische Verkehrsdaten und auch GTFS-Routing. Und jetzt letztes Jahr hatten wir einen zweiten Rahmenvertrag aufgesetzt, wo wir uns jetzt mit den Deployment-Prozessen und Cybersecurity ein bisschen beschäftigen wollten und auch multimodales als auch ökologisches Routing. Das war ein bisschen so unsere Motivation. Wir im BKG sind das Produkt, was wir quasi haben, nennt sich Routing Plus seit 2017. Ab 2018 haben wir halt stetige Weiterentwicklung und immer mehr auch Nutzende. Wir haben auch verschiedene Kunden, zum Beispiel das Statis, Deutsche Bundesbank und. Aber auch das Masterportal, wo wir auch Teil der Implementierungsgemeinschaft sind. Also Bundesebene als auch auf kommunaler Ebene über das Masterportal. Grundlage ist halt eine API. Eine API-Schnittstelle. Genau. Aber wir haben auch ein paar webbasierte Features oder Oberflächen, Demo-Portal, als auch GDI.de, als auch im Masterportal haben wir verschiedene Web-Oberflächen. Ganz kurz über unsere Nutzungsdaten. Ich probiere mal den Laserpointer. Wir haben verschiedene Profile. Das Auto am meisten genutzt wird, als auch Fußgänger, statistische Verkehrsdaten, Wheelchair, als auch, genau, und so weiter und so weiter. Wir sind standortredundant, wir haben zwei Standorte, einmal in Leipzig und einmal in Frankfurt, wo unsere Server stehen. Und hauptsächlich haben wir Post-Requests und die Get-Requests sind so noch ein bisschen ein paar Altlasten, die wir haben, aber ich glaube, in der neuen Version sind die Get-Requests auch gar nicht mehr möglich, aber wir haben immer noch ein paar Get-Requests. Aber die meisten Anfragen über diese API gehen über Post-Requests. Und wie man hier unten auch sieht auf der Zeitachse, wir haben immer stetige Nutzerzahlen.
Im Schnitt haben wir 275 Nutzende, ungefähr 12 Millionen monatliche Requests, das heißt ungefähr 400.000 Requests am Tag. Und am meisten wird halt das Autoprofil nachgefragt, wobei wir jetzt auch in unserer zukünftigen Entwicklung auch ein bisschen den Fokus auf andere Sachen lenken. Thema Mobilitätswende. Genau, kommen wir zu unserer ersten Weiterentwicklung, die Fast Isochron. Was hatten wir da für eine Problematik? Wir wollten quasi Erreichbarkeiten, Analysen performanter durchführen lassen und auch mit größeren Reichweiten, nicht, also Deutschland und europaweit. Und dafür, das war quasi unser erster Feature-Auftrag, hat das Heike dann angefangen umzusetzen. Genau. Mich einmal wieder reaktivieren. Perfekt. Das würde jetzt ein bisschen hin und her gehen, in kürzeren Intervallen. Okay, was wir implementiert haben, ist im Endeffekt eine Max-Flow-Clusterung. Das sehen wir gleich danach nochmal in anderen Folien ein bisschen visueller. Was uns ermöglicht, dass wir Bereiche gleicher Distanz oder gleicher Entfernung, je nachdem, wie man, ob man Isolinien oder Isochronen halt berechnet, dass die mit einem smarten Algorithmus übersprungen werden kann. Und so können wir Isochronen berechnen, die wesentlich größere Distanzen oder Zeiten abdecken können. Gleichzeitig gehen wir dann in den Kantenbereichen, also es basiert auf dem Fast Computation of Isochrons and Road Networks Paper von Baum et al. Von 2015. Deswegen haben wir ihn auch Fast Isochrons Algorithmus genannt. Und sieht im Endeffekt so aus. Links seht ihr die Max-Flow-Clusterung. Das ist eine ziemlich smarte Variante, diese Bereiche abzudecken. Und wenn man jetzt vom Zentrum aus eine Isochronenanfrage schickt, überspringt es relativ schnell die ganzen Cluster und kommt am Ende bei dieser Isochrone raus. Was dann an den Kanten noch passiert, ist im Endeffekt eine kleine Nachberechnung an den Kanten, wo dann die Isochronen nochmal feiner berechnet werden. Genau. Nachdem das umgesetzt worden sind, hatten wir den nächsten Wunsch, auch statistische Verkehrsdaten mit einzubinden. Einfach nur, um die bei den Routing-Angaben und bei den Erreichbarkeitsanalysen auch, also nicht Echtzeit, aber realistische Ergebnisse zu bekommen. Auch optional, dass je nach Analyseart oder auch je nachdem, wer das durchführen kann, das ist leider nur für Bundesbehörden möglich. Aber das Feature haben wir trotzdem einbauen lassen. Also wenn man selbst Daten hätte, könnte man dieses Feature auch nachher im OAS benutzen. Die Daten selber leider nicht. Also, Dön, Service. Genau. Das war so ein bisschen der Wunsch und das hat Heike dann auch umgesetzt. Genau, da kannst du die, glaube ich, behalten. So. Richtig, die Implementierung von diesem Feature war tatsächlich sehr lehrreich für uns. Wir haben gemerkt, dass die statistischen Verkehrsdaten, die wir bekommen haben, einen extremen Aufarbeitungsaufwand mit sich gebracht haben, bis wir die überhaupt benutzen konnten. Und was wir daraus für uns gezogen haben, ist einfach eine Basisintegration für Verkehrsgeschwindigkeiten, die wir jetzt mit Forschungsprojekten versuchen zu füllen. Uns ist klar, dass die Community nicht so sehr davon profitiert, wenn sie erstmal viel Geld in die Hand nehmen müssen. Aber für uns war das ein bisschen mehr der Anreiz, okay, wir schaffen diese Grundlage, lernen ein bisschen, wie das überhaupt funktioniert und wie das läuft. Und dann finden wir offene Daten, mit denen wir auch offene weitere Geschwindigkeitsdaten für die Community bereitstellen können. Da sind wir auf einem guten Weg. Ich denke, da wird in den nächsten paar Monaten einiges kommen. Deswegen gerne mal hin und wieder auf unsere Twitter-Accounts schauen. Aber das wird man bestimmt mitbekommen. Genau, das ist mal eine prototypische Isochrone in einem Zeitverlauf. Einfach mal, um zu sehen, wie sich das bei Erreichbarkeitsanalysen verhält. Ihr seht schon ein bisschen, oben ist die Zeit. Und die Isochronen sehen ein bisschen so aus, als würden sie atmen. Es ist hypnotisierend, wenn man zu lange drauf schaut. Genau, gern weiter. Nicht? Ich lasse es noch mal ein paar Sekunden. Und nachdem das umgesetzt geworden ist, haben wir das nächste Thema, war das GTFS-Routing. Das heißt, wir wollten auch öffentliche Verkehrsmittel als Grundlage von unserem Angebot oder von unseren API-Requests machen. Auch weil wir die bisherige Lösung über eine externe Schnittstelle von NVBW einfach auch mal ablösen wollten. Und dementsprechend hatten wir dann den Auftrag, GTFS-Routing im OAS zu ermöglichen. Korrekt. Ja, also das ist noch eine relativ junge Integration, die, sagen wir mal, als Proof of Concept jetzt da ist.
Sie ist nutzbar. Wir sammeln auch nach wie vor immer noch Erfahrungen damit und wir tauschen uns gut aus. Und das wird auch noch weitergehen. Also beim Routing selber haben wir angefangen. Jetzt werden als nächstes wahrscheinlich dann diese Kronen kommen und dann bauen wir das immer schön peu à peu miteinander auf. Und was im Endeffekt passiert ist, wir integrieren die GTFS-Daten in den Graphen als einen bimodalen Graph mit einer Time-Expansion. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Alles klar, super. Es ist da. Für uns als Grundlage, wir werden mit GTFS Flex weitergehen. Wir werden schauen, über die Public API noch ein bisschen was bereitzustellen. Da wird bestimmt noch ein bisschen was kommen. Genau. Genau. Aber wir geben auch nicht nur Aufträge an euch ab, nach dem Motto. Wir sind da natürlich auch selbstständig oder selbsttätig. wir haben auch unsere Web-Oberfläche oder unser Demo-Portal. Fangen wir jetzt an, auch auf das Masterportal 3.0 umzustellen. Nach dem Prinzip Public Money, Public Code, damit wir dort unsere Arbeiten auch einfließen lassen können. Das Ganze wollen wir auch technisch und optisch erneuern, mit auch auf den Fokus auf die Usability. Hier mal ein Bild von der alten Demo-Anwendung und so planen wir dann unsere neue Demo-Anwendung. Also ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen aufgefrischt und das Ganze mit dem Masterportal. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch ein paar andere Dinge. Cyber Security ist zum Beispiel so eine Sache. Härtung von Software und Infrastruktur. Wir müssen natürlich unsere BKG-Routing-Klasse auch mal erneuern und das Ganze auch mal ein bisschen automatisieren, vom Deployment bis zum Software-Packaging wollen wir es auch ein bisschen erneuern. Gleichzeitig so ein bisschen Blick in die Zukunft. Haben wir so ein bisschen Green Routing als Projektziel ausgerufen bei uns, mit verschiedenen Angeboten, zum Beispiel Schadstoffemissionen pro Route auszugeben, eine grünste Alternativroute auszugeben, Einsparungspotenzial für andere Verkehrsmittel, also die dann in den Vordergrund stellen, dass man Alternativen zum Auto aufzeigt, als auch natürlich Verbrauchsoptimierung für Routing bei E-Autos, zum Beispiel muss ja nicht den Berg hochfahren, es gibt eine Strecke außenrum, freut sich die Batterie, oder auch Erreichbarkeitsanalysen nach CO2-Budget. Aber auch bei den verschiedenen Routing-Möglichkeiten wollten wir ein Mobilitätsangebot natürlich vollständig abdecken. Ein bimodales Alternativrouting heißt, wie komme ich jetzt zum Beispiel mit zu Fuß zur nächsten öffentlichen Haltestelle und kann dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren. Wir wollen die Sichtbarkeit von Sharing-Angeboten und Park- und Rastmöglichkeiten. Also so ein bisschen alles, was die moderne Mobilitätswende so ein bisschen auch vorgibt, wollten wir natürlich dann auch dementsprechend schon auch steuernd, oder nicht steuernd, aber ein bisschen natürlich nach den Anforderungen vorgeben. Korrekt. Genau. Wo geht es quasi im Zusammenhang mit dem BKG, wo geht es für den ORS hin? Natürlich wollen wir als großes Ziel in Richtung Multimodalität gehen. Das ist offensichtlich in der Routing-Welt, dass da der Trend momentan hingeht. Wie genau wir das erreichen werden, wird sich noch zeigen. Genau, aber eine spannende Sache, die sich immer mehr entwickelt, ist, dass die CI/CD-Workflows, unsere Deployment-Pipelines, alle immer mehr wichtiger werden. Und wie liefern wir Software aus? Wie liefern wir Graphen aus? Wie stellen wir Nutzern effizient und effektiv die Daten bereit, dass die sich auch in Zukunft darauf verlassen können? Denn das ist für Behörden einfach immens wichtig, wie auch für alle anderen Organisationen, mit denen wir arbeiten, konstante Lieferung von genau diesen Softwarebestandteilen. Das zu professionalisieren, verbraucht viel unserer Zeit. Aber es ist auch definitiv wert. Genau, und zusammen mit dem BKG haben wir natürlich die super Chance, unsere Use Cases weiter auszubauen und miteinander zu entwickeln. Und das passiert alles natürlich miteinander. Genau. Was sind die Voraussetzungen dafür? Genau, kannst du einmal klicken. Natürlich das Wichtigste, Kommunikation und Abstimmung, wenn wir zusammenarbeiten, das heißt von Ansprechpartnern, Ticketsystemen, agiles Arbeiten mit unterschiedlichen Sprintlängen und so weiter, als auch Aufträge zwischen Behörden und Herausforderungen, Kompromissbereitschaft und ja, gegenseitige Mitgestaltungsmöglichkeiten und. Kommen wir einmal weiter, weil wir haben jetzt nicht mehr. Genau, hier nochmal so ein bisschen Überblick von den ganzen Profiteure, nach dem Motto, wo wir beide profitieren.
also quasi die Win-Win-Situation. Genau, kannst du nochmal durchklicken? Na klar. Oder klick einfach, wir sind, zack, wir können zusammenarbeiten. Genau, mit dem Schwerpunkt, wie schon gesagt, Public Money, Public Code, das quasi die Anforderung auch der Öffentlichkeit dann zur Verfügung gestellt wird, also in den OS einfließt und somit Open Source zur Verfügung gestellt wird. Beidseitige Kostensenkung ist natürlich heutzutage auch relativ wichtig. Fachliche Weiterentwicklung des OAS, davon profitiert natürlich auch OAS, als auch wir, als auch Bundesbehörde, alle profitieren davon. Wir bedienen natürlich den öffentlichen Sektor mit den Behörden und so weiter. Somit haben wir aber auch eine Vernetzung von OAS-Nutzern zu dem öffentlichen Teil, den OAS darstellt, und unseren Behörden. Und halt das Wichtige, eine Non-Profit-Kooperation, was das Ganze auch ein bisschen, glaube ich, einen beidseitigen erleichtert. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Es gibt schon einige Fragen. Auf OpenStreetMap.org sind 3 Router integriert. Habt ihr vor, Open Route Service dazu zu gesellen? Das wäre schon schön, ja. Es steht momentan nicht so sehr auf der hohen Prioritätenliste. Das ist immer ein bisschen sehr von Interesse getrieben. Also wenn ihr uns integrieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Das ist halt das Schöne daran. Wir können nicht alles machen. Wir haben halt auch eine begrenzte Zeit. Also ihr seid herzlich eingeladen, uns zu integrieren. Wie habt ihr topologisch korrekt Staudaten auf OSM bekommen? Auch Fahrtrichtung richtig getrennt und wie topologisch korrekt Netzübergänge von GTFS auf OSM? Jetzt gestartet hat es mit Verkehrsdaten und dann geendet mit GTFS? Staudaten. Staudaten, okay. Wir haben dort ein Ausschreiben, wir haben die Daten quasi eingekauft und deswegen dürfen wir sie auch nicht öffentlich zur Verfügung stellen, also nur den Bundesbehörden und leider auch nicht dem Masterportal Implementierungsgemeinschaft. Aber wir hatten allerdings gesagt, wenn wenigstens das ist, dann lass das Feature wenigstens einbauen, wenn man selbst Daten hat, dass man das dann wenigstens am OS dann auf irgendeine Art und Weise trotzdem nutzen kann. Also die Funktionalität bleibt ja die gleiche, die Daten im Hintergrund spielen dann eine, ja, nicht eine untergeordnete Rolle in unserem Denken, dass es in den Feature oder in OS zurückfließt. Genau. Also vielleicht zum Matching noch auf der technischen Ebene. Die Daten, die wir in diesem Fall von hier eingekauft haben, sind für sich gesehen natürlich erstmal nicht kompatibel. Das heißt, wir haben eine Art von Hidden Markov-Matching drauf gemacht, für die es vielleicht was bringt. Und die Geometrien, man muss ein bisschen smarte Logik einsetzen, denn die Geometrie von hier sind mal anders, mal sind die OSM-Geometrien anders und dann muss man halt einfach peu à peu schauen, sich an den Straßen entlang hangeln und gucken, wie man die Verkehrsgeschwindigkeiten zusammenbekommt. Da muss man manchmal ein bisschen Kompromisse eingehen, das geht nicht so 100%, aber im Endeffekt sind es auch statistische Verkehrsdaten, die in sich schon nicht 100% die Realität abspiegeln. Also man muss halt ein bisschen mit Kompromissen gehen, was man eh schon tut, wenn man die Daten kauft. Die Fahrtrichtung ist mit einbezogen, ja, das war ein ziemlicher Hackmeck, aber die Staudaten an sich, die Verkehrsdaten geben die Informationen über die Richtung wieder. Das heißt, man muss ein bisschen Logik anwenden und dann kann man es mit dem Hidden Markov-Matching gut zusammenbringen. Wie wird GTFS-Routing genutzt? Ist es schon irgendwo implementiert? Das Routing selber ist implementiert mit Bike. Genau. Bike, GTFS, Bike. Eine bimodale Kombination gibt es momentan und dieses Routing wird ausgebaut bald zum Isochronen, also die Isochronen werden hinzugefügt und dann sind natürlich noch die Pläne, noch weitere Profilkombinationen mit hinzuzunehmen, aber wir bleiben erstmal im bimodalen Bereich und gehen nicht in den multimodalen. Die Frage ist, wie sinnvoll und wann ist es sinnvoll, ein multimodales Routing zu haben und das muss noch ein bisschen auseruiert werden. Genau. Und wir sind jetzt dabei, quasi zu evaluieren und dann irgendwann umzustellen, also die Schnittstelle, die wir bereits anbieten, quasi abzulösen. Aber da sind wir gerade noch im Doing. Wie open ist ORS? Welcher Teil ist Open Source und welcher nicht? Wie geht ihr mit externen Kontributoren um? Ich hoffe gut. Ich hoffe, dass du jetzt wieder umgehst und nicht Open Source. Also es ist alles Open Source.
jeder einzelne Teil davon. Ich hoffe, also falls jemand denkt, dass ein Teil davon closed ist, dann bitte einmal melden. Das würde ich tatsächlich gern wissen, denn meines Wissens nach ist alles davon Open Source und auch unter einer fairen Lizenz. Es ist zwar nicht MIT, aber es ist eine, die natürlich auch ein bisschen bedingt, dass die dass Derivate im Endeffekt ähnlich lizenziert dann mit wieder veröffentlicht werden müssen. Contributor sind natürlich herzlich willkommen, jederzeit. Es ist nicht einfach, eine Routing Engine zu entwickeln, also ein bisschen Einarbeitung und Skill ist notwendig. Wir sagen aber nie nein, wenn wir Hilfe bekommen. Das ist immer eine schöne Sache. Vielleicht noch kurz dazu noch eine Anmerkung. Graphhopper selber ist natürlich ein Teil unserer CAM-Bibliothek und Graphhopper zum Beispiel hat die Matrix-API nicht freigestellt. Ja, das ist bei denen eine Closed-Source-Variante nach meinem letzten Kenntnisstand. Deswegen war über die letzten Jahre eine unserer Entwicklungen, dass wir zum Beispiel eine Matrix-Komponente obendrauf gesetzt haben, mit unseren Algorithmen mit dazu, dass das auch wieder wirklich für die Open-Source-Branche verfügbar ist. Ist die Datengrundlage für die Routenberechnung bisher nur OSM oder wurde getestet, die BKG-Daten zu nutzen? Soweit ich weiß, eigentlich nur OpenStreetMap, weil amtliche, das ist ja die Problematik, amtliche Daten sind per se nicht routingfähig und deswegen greifen wir eigentlich auf OSM-Daten zurück. Wir haben, ich überlege gerade, höchstens Baustelleninformationen, aber die fließen noch nicht in den Routing-Ergebnis mit ein. Theoretisch, aber so weiter keine weitere Daten außer OSM. Wisst ihr, welche Behörden und Ämter Routing Plus am meisten nutzen? Nee, das wissen wir eigentlich nicht. Also wir sehen immer nur die Anzahl der Requests, aber wir haben keinen Einblick, wer was wie oft nutzt. Wir haben gewisse Power-User, aber wir wissen nicht, wer. Das haben wir auch gar kein Interesse dran. Oder dürfen wir, glaube ich, auch gar nicht. Aber deswegen, wir wissen es nicht. Eine ähnliche Frage, wie viele Menschen benutzen ORS bzw. den BKG-Router? Menschen? Mensch, das ist schwer zu sagen. Also wir sehen, dadurch, dass wir keinerlei IDs und so weiter mitbekommen bei den Requests und auch nicht die Koordinaten, wer wie wo routet, welche Region am meisten, haben wir da keinerlei Informationen und wie gesagt auch gar kein, ist nicht ein Teil unserer Fragestellung, also interessiert uns nicht. Wird bei der grünsten Route auch Steigung berücksichtigt? Oh, so weit sind wir noch gar nicht. Also Streiks, habe ich es richtig verstanden? Steigung. Ach, Steigung. Also so weit. Oh, man weiß es ja nicht. Oh, so, wir haben zwar Option 2025 Vision, aber so weit auch nicht. Wir haben es, ja, wir sind dran überlegen. Also wir überlegen auch zum Beispiel im Demo, in dem Masterportal dann auch ein Höhenprofil mit einzubilden. Und es ist ja Teil vom, zum Beispiel von dem E-Auto, dann vielleicht Steigung zu meiden oder wenn es, ne, man kann es ja alles, je nachdem, ist auch eine Frage, wie man, welche Optionen bei der API dann möglich sind, dass man wählbar ist. Also der Kunde entscheidet oder der API-Request-Ersteller entscheidet ja, was er handelt. Und wenn die Flex denn möglich sind, dann kann er da die benutzen. Also vielleicht dazu ein kurzes Kommentar von ORS-Seite. Wir sind uns bewusst, dass in Zukunft hochaufgelöste Höhendaten immer wichtiger werden. Das heißt, wir sind gerade dabei, hochaufgelöste Höhendaten zu integrieren. Das heißt, Höhendaten mit einer beliebigen Genauigkeit von einem Meter bis zu 10, 20 Meter. Das ist ein bisschen herausfordernd, wenn man sich mal überlegt, dass teilweise Edges oder Geometrien in OSM mehrere Höheninformationen kreuzen. Da ist ein bisschen Processing nötig, da haben wir gerade ein Tool in der Entwicklung, was wir bald Open Source stellen werden. Und dann können wir auch ab sofort andere Dinge außer SRTM nutzen. Das wird spannend. Dann war da noch ein Hinweis für die Integration auf OpenStreetMap. Müsste der Server vom Anbieter bereitgestellt werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welche Frage sich das bezog. Vielleicht können wir Informationen zu der Frage bekommen. War vielleicht auch nicht aus dem Saal. Ansonsten wollte ich immer schon sagen, bei weiteren einfach in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen im Saal? Scheint nicht der Fall. Dann vielen Dank. Danke dir.